Guten Morgen, herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Die nächsten 45 Minuten ist unser Thema mentale Verfügbarkeit am Regal, der Branchenblick. Studienergebnisse zur Steigerung der mentalen Verfügbarkeit in den Köpfen der Konsumierenden mit Audio. Langer Titel, tolle Referenten. Heute Philipp Schulte, Bernard Dominicini, Saskia Storck und Jens Knobloch. Ich bin mental und audiovisuell heute wieder sehr gerne für euch verfügbar. Mein Name ist Carmen Schmalfeld, Radiomoderatorin bei HR3 und SWR2. Diese Webinarreihe ist die Nachsorge zum Radio Advertising Summit, der im April ja in Köln gewesen ist. Verschiedene Themen, die da zur Sprache gekommen sind, möchten diese 7 Folgeveranstaltungen vertiefen. Intensivieren. Herzlich willkommen also zu Teil 3. Wer hat es initiiert? Die Radiozentrale natürlich mit den tatkräftigen Hauptsponsoren der RMS und ARD Media. Herzlichen Dank für die spannenden Inhalte und danke auch an Horizont, das sind unsere Medienpartner. Unsere Referenten liefern heute viele Infos, aber holt euch auch gerne noch viel mehr ab. Also fragt, bringt eure Fragen gerne mittels Chatblasen-Button in den Chat mit ein. Wir haben im Anschluss auf alle Fälle genug Zeit, alle Fragen zu beantworten. Mentale Verfügbarkeit. Was bedeutet das? Wir alle kennen die Situation. Wir stehen im Supermarkt vorm Regal, wollen eigentlich nur Joghurt kaufen und dann stehen da 50 verschiedene. Also welchen nehmen wir denn jetzt endlich mit? Den, der sich in unserem Kopf vordrängelt. Also die Marke, die mental verfügbar ist, die uns so bei der Kaufentscheidung beeinflusst. Und dazu gibt es Forschungen und um die geht es heute. Dazu hören wir jetzt Bernard Dominicini. Er ist Leiter Werbe- und Marktforschung bei der ARD Media und Philipp Schulte. Er ist Leiter Markt- und Werbeforschung bei RMS und Learnings aus der Studie Mentale Verfügbarkeit am Regal, die auf dem Radio Advertising Summit im April in Köln vorgestellt worden ist, gibt es jetzt heute. Vielleicht an dich, Philipp, die erste Frage. Mentale Verfügbarkeit und Audio, was hat es miteinander zu tun? Ja, danke, Carmen. Du hast ja tatsächlich schon ein bisschen vorweggegriffen. Audiowerbung ist erstmal nachweislich dafür geeignet, Menschen in einer akuten Nachfrage direkt vor ihrer Kaufentscheidung anzusprechen. Also wir erreichen mit Audio, mit Radiowerbung die Menschen, die zum Kampagnenzeitpunkt auch aktiv kaufbereit sind. Betrachtet man das aus der Sicht der Werbewirkungsforschung, greift das tatsächlich ein bisschen zu kurz, denn Audiowerbung liefert mehr als nur einen entscheidenden Impuls direkt vor dem Kauf. Warum ist das so? Die vielfältigen Audioangebote, ob das jetzt Live-Radio, Online-Audio, Podcasts sind, sind bei Menschen nach wie vor emotional verankert und für die kreative Ansprache von Marken einfach vielseitig einsetzbar. Audio ist nach wie vor musikalischer, informativer Alltagsbegleiter und sorgt für Emotionen. Und Emotionen bleiben doch das, das wissen wir alle, was bei der Markenbildung eigentlich der wichtigste Bestandteil ist. Und das Konzept der mentalen Verfügbarkeit wiederum beschreibt ganz plakativ gesagt, du hast es eben ja schon gesagt, dass sich Marken im Kopf vordrängeln, wenn für Menschen die Kategorie relevant wird. Und Audiowerbung kann hier einen nachhaltigen Beitrag leisten und Marken mental verfügbar machen. Wir sind hier heute eingeladen, um die neue Audioeffekt-Studie Brandbuilding mit Audio vorzustellen. Das ist nicht nur eine besondere Studie zu einem spannenden Thema. Es zeichnet sich auch ein ganz besonderes Forscherinnen-Team verantwortlich. Audioeffekt ist ja die Gattungsinitiative Werbewirkungsforschung von RMS und ARD Media. Und wir beschäftigen uns in dieser Runde regelmäßig mit Themen aus der Werbeforschung rund um die Gattung. Und die ein oder andere wird jetzt vielleicht sagen, dass das Forschungsthema mentale Verfügbarkeit nicht unbedingt neu ist. Immerhin ist ja quasi das Basiswerk How Brands Grow von Byron Sharp auch schon ein Weilchen alt. Aus unserer Sicht wird das Thema im deutschen, aber auch im internationalen Werbemarkt immer präsenter und für die Markenführung wichtiger. Und der Einfluss, den Audiowerbung auf mentale, spontane Entscheidungsprozesse im Gehirn nehmen kann, ist dabei bislang unerforscht und bislang auch nicht beschrieben. Das lösen wir heute aber mit der Vorstellung der Ergebnisse der Studie auf und zeigen,
Ihnen, dass je höher die mentale Verfügbarkeit, desto eher wird die Marke gekauft und dass Audiowerbung diese Kausalität signifikant beeinflussen kann. Bin mal gespannt. Klingt toll. Frage an Bernard. Jetzt haben wir eine grobe Idee, also was Audio und mentale Verfügbarkeit, was sie miteinander zu tun haben, wie die sich gegenseitig befruchten können. Was habt ihr denn in eurem Studienansatz gemacht und was macht diese Studie so besonders? Ja, hallo erstmal. Was macht unsere Studie so besonders? Philipp hat es eben schon mal so ein bisschen angeteasert mit dem Verweis auf das Buch How Brands Grow von Byron Sharp. Also wir stützen uns in unserer Studie sehr stark auf das validierte Marketingmodell des Ehrenberg-Bach-Instituts in Australien. Wir knüpfen in die internationale Marketingwissenschaft an. Das heißt, unsere Studie baut auf den Methoden und den Erkenntnissen des aktuellen Forschungsstands auf und bewegt sich damit eben nicht im luftleeren Raum. Ich glaube, das ist ganz wichtig für so eine Studie. Ich halte hier auch einmal ganz kurz ein ganz aktuelles Buch von Professor Jenny Romaniuk in die Kamera. Das ist deswegen wichtig, weil darin sind auch die ganzen KPIs beschrieben, die wir bei uns in der Studie zur Anwendung gebracht haben. Also nichts, was wir uns ausgedacht haben, sondern wir knüpfen hier an die internationale Forschung an, wenden dann aber im Prinzip dieses Modell ganz konkret auf Audiowerbung an. Warum ist das so wichtig? Wir haben es hier mit einem Modell zu tun, das auf Gesetzmäßigkeiten beruht, die überprüfbar sind, also sehr transparent und die sich auch über viele Länder, viele Märkte und Jahrzehnte immer wieder bestätigt haben. Zum Beispiel die mentale Verfügbarkeit, die Philipp schon so ein bisschen skizziert hat, steht in einem direkten Zusammenhang zum realen Kaufverhalten. Das ist vielfach bestätigt worden und das zeigt sich auch für alle vier von uns in unserer Studie untersuchten Märkte. Heißt, in der Konsequenz steigt die mentale Verfügbarkeit, steigt auch das Kaufverhalten und der Umsatz der Marke, zumindest langfristig. Also wir können diesen Zusammenhang herstellen, wir können ihn quantifizieren und das hilft uns nachher die knifflige Frage zu beantworten, welchen Einfluss Audiowerbung auf den langfristigen Umsatz einer Marke hat. Weil darum geht es ja im Kern. Genau das ist ja gar keine einfache Frage, das ist relativ knifflig. Aber mit diesem Gesamtmodell, mit unseren Daten, unserer Studie, sind wir in der Lage nachher zu sagen, wenn eine Marke X keine Audiowerbung gemacht hätte, dann wäre auch die mentale Verfügbarkeit um so und so viele Punkte niedriger und damit auch der reale Marktanteil um so und so viele Punkte niedriger. Das ist im Prinzip das, was wir hier tun. Das heißt, dieser etwas doch komplexer Rückgriff auf die internationale Marketingwissenschaft dient einfach dazu, Ihnen heute valide, nachprüfbare, robuste Fakten zur Werbewirkung von Audio zu liefern. Und das tun dann die beiden Studienleiter Saskia Storck und Jens Schack gleich. Wunderbar. Jens Grobloch. Sorry. Damit habt ihr uns ja jetzt quasi schon mit an die Ziellinie genommen. Jetzt wird es eine Spur konkreter. Wir steigen ein in die Ergebnisse der Studie. Du hast gerade schon gesagt. Bernard, an dieser Stelle übernehmen wir jetzt Saskia Storck, Junior Studienleiterin der Werbeforschung und Medienforschung Audio bei der ARD Media und Jens Knobloch, Research Consultant bei RMS. Die beiden haben die Studie geleitet. Herzlich willkommen. Hallo von meiner Seite, danke Carmen. Bevor wir in die Ergebnisse oder auf die Ergebnisse schauen der Studie und die Erkenntnisse mit Ihnen teilen, müssen wir natürlich erstmal einen Schritt zurückgehen und uns den theoretischen Unterbau der Studie anschauen. Wenn wir von mentaler Verfügbarkeit sprechen, dann ist das natürlich insofern erstmal einzusortieren, dass hier sozusagen kognitive Prozesse beeinflusst werden, die sozusagen dann im Kaufverhalten münden. Wenn wir uns jetzt in unserem Alltag bewegen, das kennen wir alle, haben wir unendliche Handlungsoptionen und diese überfordern uns mitunter. Was wir aus der Verhaltensökonomie und der Psychologie wissen, ist, dass das Gehirn bestimmte Entscheidungen dabei natürlich eher in einer Art Autopilot trifft und sozusagen dabei aber auf Erlerntes oder Erinnertes zurückgreift. Das heißt, das Gehirn nutzt dafür Routinen und erprobte Gedächtnisstrukturen, um sozusagen Entscheidungen zu fällen. Das können verschiedenste Arten von Entscheidungen sein und darunter zählen eben auch Kaufentscheidungen an der Stelle. Deshalb ist sozusagen hier der Zusammenhang zwischen mentaler Verfügbarkeit und der Markenauswahl gegeben und eben auch nachgewiesen, weil eben hier
bei der Markenauswahl individuelle Gedächtnisstrukturen und Erinnerungen der Konsumentinnen das Kaufverhalten wesentlich beeinflussen. Das heißt, selbst wenn Konsumentinnen in der gleichen Kategorie unterwegs sind, kann es unterschiedliche Umstände oder Gründe dafür geben, warum eine Marke ausgewählt wird. Deswegen ist es hier an der Stelle eben so wichtig, dass wir, wenn wir davon sprechen, mental verfügbare Marken zu ermitteln und diesen Zusammenhang eben auch dann mit der tatsächlichen mit dem tatsächlichen Kauf der Marke zusammenzugreifen. Das heißt, je mental verfügbarer eine Marke ist, desto höher ist die Neigung der Konsumentinnen, auf die Marke zurückzugreifen. Diese Erkenntnisse, wie schon angedeutet, sind keine neuen Erkenntnisse, sind keine Erkenntnisse, die von uns kommen, sondern wir haben uns natürlich diesem Wissen einfach nur gewidmet. Wesentlicher Treiber dieses Bereichs der Forschung ist eben das Ehrenberg-Bass-Institut aus Australien, welche hier schon seit über einer Dekade eben Kaufverhalten mit tatsächlichen Entscheidungsverhalten zusammenbringt und hier verschiedenste Studien und Daten analysiert haben, veröffentlicht haben und eben auch Gesetzmäßigkeiten gefunden haben, die über Produktgruppen hinweg, aber eben auch über verschiedene Kategorien und Konsumentinnengruppen hinweg Gültigkeit haben. Das Konzept der mentalen Verfügbarkeit dabei, das hatten wir schon angedeutet, basiert eben tatsächlich sehr stark auf psychologischen Erkenntnissen bei der Entscheidungsfindung. Wenn wir jetzt hier von dem Konzept der mentalen Verfügbarkeit sprechen, das sind erstmal hier einmal die wesentlichen Metriken, die das Konzept beschreiben, auf die werden wir im späteren Verlauf der Präsentation noch eingehen. Nur schon so viel. Die mentale Verfügbarkeit basiert eben auf Erkenntnissen der Associative Network Theorie, also dem Umstand, dass Konzepte, Dinge und Ideen im Gehirn mit anderen Erinnerungsstücken immer verknüpft sind und nicht für sich alleine daher wabern. So, diese Spuren von Marken im Gehirn können dabei genauso mit Erinnerungsstücken verknüpft sein und je nachdem, wie Konsumentinnen auf eine Kategorie schauen oder auch auf Produkte schauen, können diese Erinnerungsstücke ganz unterschiedlich sein. Das heißt eben, dass wir hier in dem Konzept der mentalen Verfügbarkeit berücksichtigen, dass Konsumenten individuelle Markenassoziationen vorliegen, die sozusagen auch bestimmen, wie stark die Marktdurchdringung einer Marke tatsächlich in der Realität sich darstellt. Das Marketingmodell des Ehrenberg-Bass-Instituts geht dabei über die mentale Verfügbarkeit hinaus, denn das ist tatsächlich nur ein Aspekt des ganzen Konzepts, denn wenn Marken nicht auch physisch präsent sind, ist sozusagen die Möglichkeit ja generell gar nicht gegeben für den Konsument oder die Konsumentin, dieses Produkt auch zu kaufen, käuflich zu erwerben und sich dafür zu entscheiden. Aber natürlich ist der erste Schritt hier eben, dass das Produkt erstmal sozusagen präsent sein muss, um dann entsprechend auch den Anreiz zu setzen, hier physisch danach zu greifen. Die Erkenntnisse in diesem Marketingmodell des Ehrenberg-Bass-Instituts gehen auch so weit, dass tatsächlich ermittelt worden ist, dass sich Marken innerhalb einer Kategorie größtenteils ihre Kunden teilen und dass der Einfluss für die tatsächliche Kaufentscheidung weniger stark sozusagen eine Differenzierung von Marken innerhalb einer Kategorie ist, sondern vielmehr, wie häufig oder wie stark Marken sich in den Köpfen der Konsumentinnen verankert haben. Das heißt eben, auf der einen Seite, mentale Verfügbarkeit einer Marke muss gegeben sein, aber natürlich muss das Produkt eben auch leicht kaufbar sein. Das ist eben das Konzept der physischen Verfügbarkeit und dies zusammen beeinflusst am Ende Märkte und tatsächliche Kaufverhalten der Konsumentinnen. Wir haben uns in unserer Studie eben mit diesen Metriken auseinandergesetzt und hier sehen wir einmal sehr deutlich den Zusammenhang dieser drei Metriken. Also wir haben eben von mentaler Reichweite gesprochen, Mental Penetration, mentaler Marktanteil und Network Size Assoziationsspektrum. Hier sehen wir einmal abgetragen, wie stark sich diese einzelnen Elemente tatsächlich erklären lassen und zusammenhängen. Wir haben hier auf der linken Seite einmal
die Korrelation für die mentale Reichweite oder Mental Penetration und wie stark diese sozusagen den mentalen Marktanteil beeinflusst. Nochmal zur Erinnerung, Mental Penetration bedeutet, es gibt wenigstens eine relevante Assoziation, die sich bei Konsumentinnen verankert hat. Auf der rechten Seite sehen wir den Zusammenhang zwischen der Network Size, also dem Assoziationsspektrum oder anders ausgedrückt der Anzahl an Assoziationen pro Konsument und wie sich dieses Assoziationsspektrum dann tatsächlich auf den mentalen Marktanteil auswirkt. Der Schlüssel zum Erfolg. Was ist der Schlüssel zum Erfolg? Nun tatsächlich, wenn wir von mentaler Verfügbarkeit von Marken sprechen, geht es eben darum, dass darauf geachtet werden muss, dass besonders viele Konsumenten und Konsumentinnen mit besonders vielen Bedarfssituationen Marken assoziieren. Diese Bedarfssituationen oder Assoziationen werden in der Literatur Category Entry Points genannt. Warum ist das so? Weil das tatsächlich qua Definition bedeutet, wie sozusagen Konsumentinnen in eine Kategorie einsteigen, erstmal ganz grundsätzlich und dann natürlich auch sich die Wahrscheinlichkeit darstellt, sich für Marken zu entscheiden. Wie schon angedeutet, wichtig ist dabei tatsächlich weniger, das haben wir auch in unseren Daten gesehen, was erfolgreiche Marken ausmacht, ist tatsächlich nicht unbedingt, dass sie anders wahrgenommen werden als andere Marken in der Kategorie, sondern dass sie einfach mehr wahrgenommen werden. Und dass sich eben am Ende des Tages Marken innerhalb einer Kategorie anderen Marken im Kopf eben vordrängen. Wenn wir dann von mentaler Verfügbarkeit sprechen und die Relevanz einsortieren, dann haben wir natürlich in unserer Studie auch diesen Ansatz verfolgt, nachzuweisen, was das Ehrenberg-Bas-Institut auch in ihren Studien getan hat, den Zusammenhang eben zwischen mentaler Marktanteil, also Mental Market Share und Sales Market Share darzustellen. Wir haben eben auch in unserer Studie ermitteln können, dass hier der Zusammenhang sehr stark gegeben ist. Das ist, wie Sie sehen können, in allen vier Kategorien, die von uns untersucht worden sind, der Fall. Das bedeutet an der Stelle, dass wir hier tatsächlich auch in unserem Datensatz einen starken Zusammenhang zwischen mentalen Marktanteilen und realen Marktanteilen nachweisen konnten. Jetzt kommen wir ganz konkret zur Studie bzw. zum Studiendesign unserer Studie Brand Building mit Audio. Wie sind wir dabei vorgegangen? Wir sind hier in einem zweistufigen Verfahren tatsächlich vorgegangen. Wir hatten eine Vorstudie durchgeführt, in der wir für die von uns untersuchten Branchen, hier sind nochmal die Branchen aufgelistet, Lebensmitteleinzelhändler, Biermarken, Automarken und Mobilitätsanbieter. Für alle vier Branchen haben wir in einer Vorstudie relevante Bedarfssituationen ermittelt und die wichtigsten dieser ermittelten Bedarfssituationen dann in eine Hauptstudie überführt, in der wir dann neben den entsprechenden Testmarken uns auch das Kaufverhalten für die Testmarken angeschaut haben und eben untersucht haben, wie stark Markenassoziationen mit den relevanten Bedarfssituationen dann tatsächlich gewählt werden. Wie sind wir dabei vorgegangen, um eine Testgruppe zu definieren, der wir unterstellen, einen Audio-Werbekontakt gehabt zu haben? Wir haben uns hier der qualifizierten Audio-Recognition bedient, welches an der Stelle so vorgeht, dass wir Radiospots gewählt haben, die quasi ohne, beziehungsweise wir haben die Markennennung haben wir ausgeblendet, der Radiospots, haben diese den Probanden vorgelegt und haben dann im Nachgang noch unter denjenigen ermittelt, die gesagt haben, ja, sie können sich an den Werbespot erinnern, noch ermittelt, welche Marke hat denn für diesen Radiospot geworben, beziehungsweise von welcher Marke stammt dieser Radiospot. Diese Art der sehr strengen Testgruppenbildung, also einmal Spot-Erinnerung und Nennung der passenden Marke, ist ein qualifiziertes Vorgehen und hat uns dabei geholfen, eben hier entsprechend die Testgruppe von der Kontrollgruppe abzugrenzen. Was haben wir dabei ermittelt? Tatsächlich ist es so, wir hatten eben pro Kategorie 4 Testmarken, das macht insgesamt 16 Testmarken. An der Stelle haben wir gesehen, dass es tatsächlich starke Unterschiede gibt, was die Erinnerung an die vorgelegten Spots darlegt. Hier sehen wir einmal den Abriss, wie stark sozusagen sich die entsprechenden Spots durchgesetzt haben in den verschiedenen Kategorien. Und wir sehen hier eben tatsächlich, dass es Marken schon geschafft haben, sich
wirklich sehr präsent im Gedächtnis zu verankern und eben ihre Kommunikationsbotschaft zu vermitteln. Andere Marken haben das eben weniger stark getan. Und das zeigt sich dann eben auch in den konkreten Ergebnissen. An der Stelle würden wir jetzt einsteigen in die Darstellung der Ergebnisse der Gattungsstudie Brandbuilding mit Audio. Und ich übergebe an meine Kollegin Saskia Storck. Ja, vielen Dank, Jens. Und hallo auch von mir. Das heißt, ganz richtig, wie Jens schon gesagt hat, im nächsten Schritt ging es für uns quasi darum, zu prüfen, welchen Einfluss diese Erinnerung an Audiowerbung denn tatsächlich auf die mentale Verfügbarkeit der jeweils werbenden Marke genommen hat. Und wir haben uns ja die drei zentralen Indikatoren der mentalen Verfügbarkeit schon mal angeschaut. Ich möchte trotzdem noch mal kurz darauf eingehen. Wir haben da zum einen die Mental Penetration oder auch mentale Reichweite. Das heißt eben, wie viele Menschen haben mindestens eine relevante Assoziation mit der Marke. Wir haben die Network Size oder auch das Assoziationsspektrum, das angibt, wie viele Assoziationen eine Marke durchschnittlich hat. Und dann haben wir eben auch ganz wichtig den Mental Market Share oder auch den mentalen Marktanteil, der diese beiden Indikatoren Mental Penetration und Network Size verdichtet und ausdrückt, wie hoch der Anteil an Assoziationen einer Marke an allen Markenassoziationen in der ganzen Branche ist. Und wir haben ja, das hat Jens ja auch schon erklärt, 16 Marken aus 4 Branchen untersucht und möchten jetzt im ersten Schritt einmal die durchschnittlichen Effekte über diese 16 Marken zeigen. Zunächst mal hinsichtlich der Mental Penetration. Wir haben hier links die Person ohne qualifizierte Audio Recognition. Und wir sehen, im Schnitt hatten 69% mindestens eine Assoziation mit der jeweiligen Marke. Das ist ja das, was die Mental Penetration aussagt. Und wir sehen daneben bei den Personen mit qualifizierter Audio Recognition, also mit diesen nachweisbaren Erinnerungsspuren an die Audiowerbung, da haben wir eine Mental Penetration von 74%. Das heißt, wir haben hier mehr Personen mit mindestens einer relevanten Assoziation. Wir können also festhalten, dass wirksame Audiowerbung relevante Verknüpfungen bei mehr Menschen im Markt generiert. Und wir können außerdem festhalten, dass auch das Netzwerk an Assoziationen durch Audiowerbung größer wird. Das sehen wir anhand der Network Size. Wir sehen hier bei diesen Personen mit qualifizierter Audio Recognition ist die Anzahl an Assoziationen einer Marke mit den entsprechend relevanten Bedarfssituationen höher. Das heißt, bei den Personen mit qualifizierter Audio Recognition sehen wir, da haben wir im Schnitt 6,1 Assoziationen pro Marke gegenüber 5,3 ohne qualifizierte Audio Recognition. Also wirksame Audiowerbung generiert auch mehr relevante Verknüpfungen bei den Menschen. Und das Ganze schlägt sich dann natürlich auch im Mental Market Share nieder. Wir haben es ja schon mal gesehen, Mental Market Share, Mental Penetration, Network Size, das hängt miteinander zusammen und der Mental Market Share verdichtet eben Mental Penetration und Network Size. Und wir sehen entsprechend auch hier, dass der Mental Market Share hier mit ungefähr 11% im Schnitt bei so 2 Prozentpunkte höher liegt bei den Personen mit qualifizierter Audio Recognition. Kann man sich natürlich fragen, ist das jetzt viel oder wenig? Aber wir haben ja am Anfang schon mal gesehen, Jens hat uns ja das Chart schon mal gezeigt, dass Mental Market Share und Sales Market Share, also tatsächliche Marktanteile, enorm stark miteinander korrelieren. Dann muss man sich ja nur mal überlegen, was 2 Prozentpunkte Marktanteil denn für eine Branche überhaupt umsatztechnisch bedeuten. Und dabei ist das Ganze dann auch noch ein langfristiger Effekt, weil bei den Personen mit qualifizierter Audio Recognition diese Werbekontakte, auf denen das basiert, auch schon 2 Jahre her sein können. Wir haben jetzt bisher auf den Durchschnitt über alle 16 Marken geschaut, das heißt 4 Testmarken aus den jeweils 4 untersuchten Branchen und möchten jetzt im nächsten Schritt einmal tiefer in die Branchen hineinschauen und haben dazu eine Branchenübersicht mitgebracht. Da können wir erstmal drauf schauen, was sind denn für die Branchen relevante CPs oder eben relevante Bedarfssituationen. Wir haben hier die 4 für die jeweilige Branche relevantesten Bedarfssituationen. Das sind dann eben die Bedarfssituationen, die am häufigsten mit den Marken aus der Branche verbunden wurden. Damit sind es auch die Bedarfssituationen, die quasi prototypisch für die Branche sind. Das ist dann zum Beispiel das Auto, um mobil zu sein, das ist das Bier beim Grillen oder der LEH mit den frischen Produkten.
Wir haben auch die durchschnittlichen Assoziationen pro Person. Das heißt, wie viele Assoziationen hat eine Person im Markt, also mit den Marken in der Branche. Wir hatten ja 15 Bedarfssituationen pro Markt, die eben mit 15 Marken verbunden werden konnten, also pro Branche potenziell 225 Verknüpfungen von Marken und Bedarfssituationen. Wir können mal auf das Beispiel Automotive schauen. Hier haben wir im Schnitt ungefähr 53 Assoziationen von Bedarfssituationen und Marken eben pro Person. Und wir sehen, dass das durchaus auch über die Branchen variiert. Zum Beispiel bei Bier haben wir 38 Assoziationen pro Person. Und dann können wir auch nochmal auf die Assoziationen pro Marke schauen. Also wie viele Bedarfssituationen werden im Schnitt mit einer Marke verbunden von den 15 Bedarfssituationen, die ja möglich waren. Auch hier können wir nochmal auf die Branche Automotive schauen. Wir haben hier im Schnitt circa 5 Bedarfssituationen pro Marke. Das variiert hier zwischen 4,4 und 6,6 pro Marke. Das ist damit, also Automotive ist damit auch die Branche, mit deren Marken die Menschen im Schnitt am meisten Assoziationen haben. Bei Bier, bei LEH, aber besonders zum Beispiel auch bei den Mobilitätsanbietern haben wir etwas weniger Assoziationen im Schnitt. Wobei der Lebensmitteleinzelhandel hier noch besonders interessant ist, weil wir hier eine relativ große Varianz haben. Also wir sehen, der LEHler mit den wenigsten Assoziationen hat 3 im Schnitt und der mit den meisten hat ungefähr 7. Wir haben jetzt im nächsten Schritt einmal 2 dieser 4 Branchen ausgewählt, Automotive und Bier, um da exemplarisch noch ein bisschen tiefer reinzuschauen. Das erste Beispiel, Automotive, also Automarken. Wir haben jetzt hier die Effekte auf die 3 Indikatoren der mentalen Verfügbarkeit im Schnitt über die 4 untersuchten Automarken. Und wir sehen, dass sich diese Effekte, die sich ja auch über alle 16 untersuchten Marken aus den 4 Branchen gezeigt haben, dass sich die auch hier über die 4 untersuchten Automarken zeigen. Also wir haben auch hier Uplifts für alle 3 Indikatoren bei den Personen mit langfristiger Audio-Werbeerinnerung. Wir sehen zum Beispiel, um links zu starten, Mental Penetration. Das heißt, nochmal ganz kurz, wie viele Personen haben mindestens eine relevante Assoziation mit der Automarke dann in dem Fall. Wir haben hier im Schnitt 67% ohne qualifizierte Audio Recognition, 70% mit qualifizierter Audio Recognition. Also sehen wir, durch diese wirksame Audio-Werbung haben wir mehr Menschen mit relevanten Assoziationen mit den Automarken. Wir sehen ein ähnliches Verhältnis bei der Network Size. Auch hier haben wir mit qualifizierter Audio Recognition mehr Assoziationen mit den Automarken eben im Schnitt. Das heißt, durch diese wirksame Audio-Werbung haben wir wieder mehr relevante Verknüpfungen mit den Automarken. Und entsprechend auch die Entwicklung im Mental Market Share. Der ist hier um 14% höher bei den Personen mit qualifizierter Audio Recognition. Das heißt, wir können, was dieses Chart betrifft, zusammenfassen, dass auch für Automotive-Marken im Spezifischen gilt, die Metriken werden durch eine langfristige Audio-Werbung beeinflusst. Und ich habe es schon mal angeteasert, wir haben auch noch ein zweites Beispiel dabei, Biermarken in dem Fall. Und wir sehen auch hier schon auf den ersten Blick, wir haben die Effekte wirksamer Audio-Werbung auf die 3 Indikatoren, eben auch wenn wir uns die 4 untersuchten Biermarken im Schnitt einmal anschauen. Ich würde deswegen jetzt nur ganz kurz einmal rechts auf den Mental Market Share schauen. Wir sehen hier im Schnitt erhöht die wirksame Audio-Werbung den Mental Market Share, den mentalen Marktanteil der 4 untersuchten Biermarken von 7 auf über 9%. Das waren jetzt 2 Beispiele, Automotive und Bier. Und das sind in dem Fall, wie gesagt, auch nur 2 Beispiele. Aber diese Effekte dieser langfristigen Audio-Werbeerinnerung auf die mentale Verfügbarkeit der Marken, die sehen wir auch in den anderen beiden Branchen, die wir noch untersucht haben, LEH und Mobilität. Ich würde dann jetzt gerne im nächsten Schritt nochmal von den Branchen zu den einzelnen Marken kommen. Also einmal noch in die Branchen hineinschauen. Wir haben hier einen Chart zum Mental Market Share, den wir noch etwas genauer in den Blick nehmen und haben hier die Effekte aller 16 Testmarken. Und wir haben für alle 16 Testmarken diese beiden Gruppen gegenübergestellt, also Personen ohne und Personen mit qualifizierter Audio Recognition. Und man sieht auch hier schon auf einen Blick, da wo Audio-Werbung diesen Fußabdruck im Gedächtnis hinterlassen hat,
da ist eben auch die mentale Verfügbarkeit der Marke nachweislich höher. Wir sehen aber durchaus, und das ist gut erkennbar, unterschiedlich starke Effekte. Wobei das einerseits wenig mit der Branche zu tun hat, weil wir sehen, dass wir haben in jeder Branche Marken, die gut performen, die stark performen. Das hat andererseits aber auch wenig mit der Markengröße zu tun. Das heißt, egal wie hoch, egal wie niedrig dieses Ausgangsniveau im Mental Market Share ist, sind eben starke Effekte möglich. Das heißt, was dieses Chart nochmal verdeutlicht, ist, dass man mit Audiowerbung eben einen langfristigen Markeneffekt erzielen kann. Das heißt, nicht muss, aber eben kann, wenn man sich das als Marke auch erarbeitet. Und im letzten Schritt ging es für uns dann einmal darum, das hat auch Bernard zu Anfang schon mal angeteasert, wir wollten einmal zeigen, wie sehen Effekte denn aus, wenn wir sie auf den Gesamtmarkt berechnen. Das heißt, wir haben für alle 16 Marken einmal das Szenario berechnet, wo stünden diese Marken, wenn sie gar keine langfristige Audio-Werbewirkung erzielt hatten. Dann sehen wir, wir hätten einen Mental Market Share von in etwa 9%. Und dann schauen wir auf die Effekte der Best Cases in unserer Studie und sehen da, dass wir so einen ganz deutlichen Anstieg in Mental Penetration, in Network Size und in Mental Market Share haben, dass das eben potenziell möglich ist. Anders gesagt, um das anders auszudrücken, es gibt eben erfolgreiche Marken, die heute einen Mental Market Share haben, der eben ohne die langfristige Wirkung von Audio deutlich kleiner wäre. Und wir haben es ja am Anfang schon mal gesehen, Mental Market Share, Sales Market Share, Marktanteile, die korrelieren eben enorm stark miteinander. Das heißt, wenn sich diese Effekte hier übertragen, dann ist es so, dass ohne diese Langfristwirkung von Audio eben bei einigen Marken auch der tatsächliche Marktanteil um in etwa 1% kleiner wäre. Und wenn man das umrechnet, sind das immerhin 10% der Umsätze, die diese Marken heute erwirtschaften. Das heißt, wir können zusammenfassen, erfolgreiche Audiowerbung baut mentale Verfügbarkeit auf und mentale Verfügbarkeit wiederum beeinflusst das Kaufverhalten. Ja, Saskia und Jens haben es jetzt sehr, sehr eindrücklich gezeigt. Audio kann die mentale Verfügbarkeit aufbauen und festigen. Wenn man es halt darauf anlegt, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, auch jetzt für eine Summary, damit das nämlich gelingt, muss man ein paar Dinge berücksichtigen, beachten. Erstens, erfolgreiche Marken sind in der Regel bei allen Marktteilnehmern im Kopf verankert. Das spricht dafür, auch den ganzen Markt regelmäßig in den Blick zu nehmen. Und Audio ist als Reichweitenmedium prädestiniert dafür. Zweitens, erfolgreiche Marken sind mit allen Bedarfssituationen, mit allen relevanten Bedarfssituationen der Kategorie assoziiert. Ja, und unsere Studie zeigt hier, glaube ich, wie man auch die Relevanz der Bedarfssituationen bestimmen kann. Und hier steckt, glaube ich, eine ganze Menge Diagnosepotenzial für gute Audiospots, für gute Kreationen drin. Und drittens muss natürlich auch, also brauchen erfolgreiche Marken auch in der Audiowelt ein gutes Branding, denn mentale Verfügbarkeit lebt ja davon, dass sich die Assoziation zwischen Marke und Bedarfssituation bildet und festigt. Und Marke heißt, die Marke muss natürlich präsent sein. Also ein Spot von Marke X sollte immer nach Marke X klingen. Deswegen gutes Branding ist da sehr, sehr wichtig. Sie sehen also, in Audio steckt eine ganze Menge Potenzial für nachhaltige, langfristige Werbewirkung. Ich hoffe, es ist deutlich geworden, dass die Wirkungseffekte, die wir hier gezeigt haben, auch einen klaren Bezug zum realen Kaufverhalten haben. Das sind keine KPIs, mit denen wir uns sozusagen so beschäftigen. Das sind Indikatoren, die auf das reale Kaufverhalten und damit letzten Endes auf den Umsatz und das Umsatzpotenzial Ihrer Marke verweisen. Und damit können Sie entsprechend mit Audiowerbung diese Wirkungseffekte nachhaltig erzielen. Audiowerbung reicht also nicht nur die aktiv kaufbereiten Menschen, sondern Audiowerbung schafft es, das Assoziationsnetzwerk in den Köpfen von Konsumentinnen zu beeinflussen und so das Kaufverhalten auch nachhaltig zu ändern. Wenn Sie also Fragen zu Ihrer Audiostrategie, Ihren Kampagnen oder Spots haben, stehen Ihnen beide Vermarkterhäuser als Sparringspartner bereit. Wir konnten hier, glaube ich, heute zeigen, dass unsere Forschungsprogrammatiken sehr stark korrespondieren zusammen.
Wenn Sie unsere Studie aber noch genauer verstehen wollen oder wenn Sie das hier verwendete die verwendeten Metriken und das Handwerkszeug zu der Analyse von Marken und Märkten besser nachvollziehen möchten, dann stellen Sie gerne Ihre Fragen. Und von daher erst einmal vielen Dank von uns. Lieber Bernard, lieber Philipp, sind tatsächlich auch schon erste Fragen da. Bernard, vielleicht für dich die eine. Ist mentale Verfügbarkeit nicht einfach nur Markenbekanntheit oder zumindest der maßgebliche Faktor? Eine Frage aus dem Chat. Ja, das ist eine gute Frage. Da besteht tatsächlich ein relevanter Unterschied. Also ja, es gibt eine gewisse Verwandtschaft. Ne? Wir reden von Bekanntheit oder Awareness, so als klassischem Werbewirkungsindikator. Man kann mentale Verfügbarkeit auch übersetzen als so eine Form von situativer Awareness. Also der Unterschied, auch wie wir der Literatur folgend ja die mentale Verfügbarkeit erheben, ist, dass wir nicht nach einer, also nicht von einer Kategoriedefinition fragen und welche Marken aus dieser Kategorie kennst du? So denken Menschen ja nicht. Ja. Menschen denken aus ihrem Alltag heraus, aus bestimmten Kaufanlässen, Bedarfssituationen, vielleicht mal an Marken. Und die Idee hinter der mentalen Verfügbarkeit ist, von da ausgehend auch zu fragen. Also deswegen diese vielen Bedarfssituationen auch in den Fokus zu nehmen und dann zu fragen, wenn ich in dieser Bedarfssituation bin, kommt dann die oder die Marke auch in den Sinn? Daher haben wir auch diese verschiedenen Metriken. Also die Mental Penetration fasst ja zum Beispiel zusammen, ob mindestens eine Verknüpfung dabei ist und nicht, also nicht das klassische Vorgehen, dass ich ein Set an bekannten Marken oder ein Relevant Set, das ich in Erwägung ziehe, von der Kategorie her frage. Also ganz kurz zusammengefasst, es geht um die Konsumentenperspektive. Wir fragen nicht von oben herab, sondern wir nehmen einen Indikator, der von unten herab, von unten aufwärts sozusagen die Konsumentenperspektive, die Lebenssituation der Menschen versucht abzugreifen. Alles klar, vielen Dank. Philipp, Frage zum Studiendesign noch an dich. Wurde der Testgruppe mit Audiowerbung das Audio ausgespielt, während sie was anderes gemacht haben, als beispielsweise gekocht oder Wäsche gewaschen oder was auch immer? Oder waren die komplett nur mit ihrer Aufmerksamkeit auf das Audio fokussiert? Also wir haben keinen experimentellen Testansatz gewählt, sondern haben uns erst einmal die Marken und deren Spots ausgesucht, die in den vergangenen Jahren on air waren. Und das Testdesign über die qualifizierte Recognition hat uns also ermöglicht, sicherzustellen, dass die Menschen unabhängig von ihrer Hörsituation, die sie in den letzten 3 Jahren hatten, die Spots erinnerten und auch die werbende Marke zuordnen konnten. Und einige Marken, die wir hier in der Studie begutachtet haben, haben das bereits durch ihre zurückliegende Audiopräsenz eben geschafft, Assoziationen aufzubauen und Assoziationen zu entstehen zu lassen und so eben ihren mentalen Marktanteil zu stärken. Ob das jetzt bewusst oder unbewusst passiert ist, war bislang nicht Fokus unserer Studie. Und Bernard hat das ja eben gesagt, mentale Verfügbarkeit lebt davon, dass Marke X auch immer nach Marke X klingt, damit die Assoziationen mit den kategorierelevanten Bedarfssituationen auch wirklich gebildet werden können. Und da hilft tatsächlich auch ein kurzer Blick in die Literatur. Da wird nämlich von Distinctive Brand Assets gesprochen, also ein auditiver oder audiovisueller Impuls, der die Marke im Gedächtnis von Konsumenten triggert, ohne die Marke zu nennen. Also einfach gesagt, Marken müssen nicht anders wahrgenommen werden, sondern schlicht und ergreifend erkannt und mehr wahrgenommen werden. Und das ist eben tatsächlich einigen der Marken, die wir begutachtet haben, gelungen. Und fokussieren Marken dieses Phänomen, dann beeinflussen sie eben mit Werbung die Anpassung des Assoziationsnetzwerks bei Konsumenten. Bei den Markeneffekten haben wir ganz große Studien gesehen. Ein paar Marken sind mit Audio sehr erfolgreich, andere nicht so sehr. Mhm. Ja. Wo liegt das? Ja, das ist auch eine gute Frage. Also ganz final können wir das gar nicht sagen. Wir haben uns das natürlich sehr genau angeschaut. Es gibt so ein paar Hinweise, die wir da schon finden. Der eine starke Treiber, den wir identifizieren können, knüpft das an, was Philipp gerade erwähnt hat, nämlich an Distinctive Brand Assets oder Audio Assets, die wir in den Spots feststellen. Also wenn Marken langfristig ein sehr eindeutiges, konsequentes Branding
umsetzen, dann fällt es den Menschen auch deutlich leichter, bei jedem weiteren Werbekontakt die Erinnerung auch zu bilden oder aufzufrischen an die jeweilige Marke. Dann sind auch die Investitionen in Audio-Werbung, Radio-Werbung auch gut, also ihr Geld wert, und weil diese Erinnerungsstrukturen dadurch auch aufgefrischt werden. Das ist ein großer Teil von dem, was wir hier sehen. Es gibt leider in der Audio-Welt viele, viele Marken, die Radiospots, Audiospots machen, ohne auf Branding zu achten, was man im visuellen Kontext nie machen würde. Man würde nie auf sein Logo verzichten und quasi in Times New Roman sein Logo dahinschreiben. Das passiert im Audio-Kontext sehr, sehr oft. Und das kostet Werbewirkung. Also das ist ein großer Treiber. Und ein zweiter wichtiger Aspekt ist sicherlich auch, also zumindest auch da sehen wir Hinweise, dass Marken gut daran tun, den Reichweitenhebel von Audio auch wirklich zu nutzen und das auch langfristig zu tun, also Reichweite und auch Kontinuität in die Marktansprache zu bringen. Die Drehgeschwindigkeiten in vielen Märkten sind nicht so wahnsinnig hoch. Es ist wichtig, Menschen regelmäßig auch anzustupsen und mit frischen Markenerinnerungen auch zu versorgen. Ich kann natürlich Audio, Radio sehr geballt, sehr kurzfristig denken und planen. Ich kann es eben aber auch mit Reichweiten optimiert und langfristig angehen. Auch das scheint ein starker Treiber und Hebel zu sein. Okay, nächste Frage. Philipp, wie hilft eure Studie den einzelnen Werbekunden auch ganz konkret bei der Mediaplanung oder der Kreation von Audiospots? So, ich glaube, es ist deutlich geworden, dass für das Markenwachstum entscheidend ist, die Sicht von Konsumentinnen auf die Kategorie, in der meine Marke stattfindet, einzunehmen. Also welche Bedarfssituationen sind denn relevant beim Kategorieeintritt und in welchen Bedarfssituationen wird denn die Markenwahl auf meine Marke fallen? Und Markenführung gelingt eben dann im Kontext der mentalen Verfügbarkeit, wenn diese Category Entry Points, diese Bedarfssituationen bekannt sind und entsprechend die werblichen Aktivitäten auch Assoziationen zu der Marke schafft. Und dabei ist dann eben Media oder Kreation Mittel zum Zweck. Das ist dann eben das Handwerkszeug, was dann eben in der Markenführung eingesetzt wird, um eben konkrete Assoziationen mit den Erinnerungsstücken der Marken zu verknüpfen. Und wir haben eben gesehen, dass das hervorragend mit Audiowerbung gelingt. Noch eine grundsätzliche Frage an dich, Bernard. Was ist der Unterschied zwischen Relevant Set und mentaler Verfügbarkeit? Das ist ja eine Frage, die ist ein bisschen verwandt zu der ersten Frage, die wir gestellt bekommen haben, was der Unterschied Bekanntheit, Relevant Set. Dazu muss man vielleicht kurz erwähnen, das Konzept der mentalen Verfügbarkeit verzichtet auf diese Idee eines Funnels. Und ich glaube, das ist, was so ein bisschen diesen klassischen Indikatoren innewohnt, dass wir quasi von einer Bekanntheit in so eine Art Trichter kommen, wo dann am Ende sowas wie First Choice steht. Jens hat es im Vortrag erwähnt, dass die meisten Konsumenten auch Marken systematisch auswechseln und die Kunden der einen Marke auch wirklich eine hohe Überschneidung zu Kunden des Wettbewerbs immer aufweisen. Das ist auch sehr relativ gut prognostizierbar und nachprüfbar, wie groß diese Überschneidungen sind. Diese Funnel-Idee ist relativ schwierig und auch die Idee, dass sozusagen Menschen, Konsumenten mit einem fixen Relevant Set im Kopf pro Branche rumlaufen. Es ist, wenn man das übersetzen wollen würde, müsste man eher sagen, pro Bedarfssituation mag es sozusagen auch zeitlich durchaus unterschiedliche Relevant Sets im Plural pro Branche und Kategorie geben. Da ist das Konzept der mentalen Verfügbarkeit einfacher, aber in der Erklärungskraft eigentlich stärker. Also um es mal ganz brutal zu sagen, eigentlich braucht es das Konzept des Relevant Sets nicht, wenn man sozusagen mit dem Konzept der mentalen Verfügbarkeit arbeitet. Das sozusagen nur so als rein methodischer Hinweis. Philipp, die nächsten beiden Fragen, die würde ich gerne dir stellen. Ich glaube, die sind artverwandt, die passen ganz gut zusammen. Einmal, die mentale Verfügbarkeit von Marken sollte sich beim Einsatz jeglicher Werbung ja im besten Fall erhöhen. Es wäre spannend zu wissen, wo Audio dort im Vergleich zum Einsatz anderer Werbemittel steht. Und dazu dann noch eine Frage nochmal zum Studiendesign. Ist der Media-Mix der ausgewählten Marken bekannt, beziehungsweise wie wird sichergestellt, dass mögliche Uplifts ausschließlich aus Investments in Radiowerbung gekommen sind?
Also die Frage nach dem Intermedia-Vergleich und den Wirkbeiträgen der eingesetzten Kanäle ist natürlich eine spannende, die uns auch umtreibt. Grundsätzlich sollte sich die mentale Verfügbarkeit von Marken beim Einsatz jeglicher Werbung erhöhen. Ne? Also jeglicher Werbeeinsatz ist hilfreich. Je mehr Assoziationen meine Marke bei möglichst vielen Personen hat, ist entscheidend. Und das lässt sich natürlich gerade durch reichweitenstarke Medien beeinflussen. Unsere Studie hatte zum Fokus, erst einmal nachzuweisen, dass Radio mehr kann als taktische Angebotskommunikation. Die Frage, ob wir Effekte anderer Gattungen in diesen Studienergebnissen haben, können wir tatsächlich verneinen, einfach weil wir Radiospots vorgelegt haben, die Marke ausgeblendet haben und so festgestellt haben, die Menschen, die die Marke zugeordnet haben und den Spot erinnern, dass die tatsächlich eben ihre Antworten eben auch durch diese Effekte zu sehen sind. Es ist tatsächlich nicht auszuschließen, dass es weitere Effekte von werblichen Einsätzen gab. Das haben wir hier aber nicht begutachtet. Dennoch ist der Intermedia gleich eine spannende Frage. Wir kennen beispielsweise auch eine Studie, die das Konzept der mentalen Verfügbarkeit auch für TV begutachtet. Und das ist, denke ich, etwas, was wir im kommenden Jahr uns etwas genauer angucken werden. Vielen Dank bis hierhin. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Wir machen eine kleine Pause am 26.10., aber das nächste Webinar dieser Reihe dann wieder von 10:30 bis 11:30 mit dem Thema Zeitgeist, Brands und gesellschaftliche Trends. Wie verändert sich die Gesellschaft und was bedeutet das für Marken? Und wir haben wieder tolle Referenten, in dem Fall Stefan Grünewald und Nils Alzen. Herzlichen Dank an unsere Referenten. Vielen Dank an euch für euer Interesse. Bis dahin freue ich mich, wenn wir uns wiedersehen.